Irgendwie habe ich ihn lieb gewonnen, deswegen bringe ich ihn jetzt nicht um. Wir haben so viel durchgemacht, wir beiden, die Musketiere. Das ist also Vergebung. Vielen Dank. Das werde ich mir merken. Jetzt ist die Frage, was passiert, wenn ich ihm einen Headshot gebe? Kann ich nicht. Ja, super. Also, ich habe vergeben. Wir müssen es rechtzeitig zur Polis und der Friedenskonferenz schaffen. Es wird keinen Frieden geben. Nur Krieg. Den letzten Krieg. Jetzt kenne ich die Antworten auf alle Fragen. Pavels Kopf stellte sich als wahre Schatzkammer heraus, was Korbuts finstere Pläne betrifft. Das stimmt. So langsam fügt sich das Puzzle zusammen. Aber wir waren noch nicht bei der Versammlung. Irgendetwas ist hier seltsam. Warte! Langsam brauche ich noch eine neue. Ich muss sehen! Was will die sehen? Will die sehen oder nicht? Achso, dann greif ich an. Und ich stehe einfach neben dem wie so ein Vollidiot. Jetzt komm, weiter, weiter, weiter. Neue Gasmaske, neue Filter. Aber wo muss ich lang? Da vorne. Kann ich wieder lang? Gesellschaft. Lauf, Schlampe, lauf. Warum bleiben die hier stehen? Achso, freut mich gar nicht. Meine Fresse. Bin ich hier sowieso falsch abgebogen? Ja, sieht so aus. Hier hoch? Hä, und jetzt? Ne, ich glaube, ich muss... Hätte ich gar nicht machen müssen, egal.
Ja, hier kann ich lang. Alles klar, ich hab's geschnallt. Nur weiter. Ist hier wieder irgendwas? Ja, genau. Tschüss. Jetzt weiß ich auch, warum sich da keiner hintraut und warum die da alle mal weglaufen. Hier lebt ein großes Viech. Deswegen werde ich jetzt hier mal ein bisschen ruhig sein. Kinder von der oder was? Aber hässliche Kinder. Soll ich aber vielleicht nicht ins Gesicht sagen. Jetzt lass mich doch verflucht nochmal in Frieden. Meine Fresse, lass mich in Ruhe. Sie verschützt ihren Rücken. Ist doch verletzlich. Ach, scheiß drauf. Mann, lass mich zufrieden. Wie soll ich denn eher an ihr Rücken drankommen? Scheißdreck. Keine Chance. Ich blick noch nicht so ganz durch, was ich machen muss. Weil springen kann ich jetzt vielleicht auf sie drauf. Ne, geht nicht. Und auf ihr Gesicht zu ballern hat auch wenig Sinn. Ich war versehen Messer geworfen. Mann, lass mich in Frieden. Ach, wir würfeln eigentlich Granaten. Kann ich aber mal nachgucken. Ich habe noch nie eine Granate geworfen in dem Spiel. Krass. Tabulator. Oh, oh, oh. Auf den Rücken schießen. Wir haben dicken Buckel. Nee, aber selbst das schaffe ich nicht.
Sei bloß, dass ich verpisst. Anscheinend tatsächlich. Okay, also ich habe mich wieder dämlicher angestellt, als ich musste. Greift ihr mich jetzt nicht an? Irgendwie ist mir jetzt gerade ein bisschen mulmig. Vielleicht hilft die mir ja gleich noch, weil ich die jetzt befreit habe. Bist du hast deinen Leben. Freund mitgebracht. Moment, ist das... Artyom, dieses Kind sollte nicht ohne Gasmaske hier draußen herumlaufen. Was zum Teufel war das? Oh, so ist es. So ist es. Ein Kind von der Oberfläche. Ein Schwarzer. Nein, nicht erschießen, Miller. Dann bringen Sie ihn weg von mir. Keine Maske. Ich hätte es wissen sollen. Der ist grün, aber der da ist gelb. Sag ihm, dass ich keine Gefahr bin. Er scheint sich schnell anzupassen. Ja, das wird ihn am Leben halten. Kann ich mit ihm reden, Artyom? Oberst Miller, legen Sie Ihre Furcht ab. Dieses Kind ist die Zukunft. Sie brauchen nur seine Hand zu nehmen. Meine Hände sind schon voll. Ich bezweifle, dass dieses Wesen uns helfen kann. Aber Sie beide können ohne mich weitermachen, bevor ich zu einer besseren Einsicht gelange und die Erde von ihm befreie. Nett, 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 nett. Das wirst du schön bleiben lassen. Ich habe da eben geschworen, das kleine Ding da zu verteidigen. Wie kann dieser... Ich kann seine Gedanken verstehen. Und ich kann deine hören, Artyom. Kannst du die Gedanken von jedem hören, indem du ihn einfach nur berührst? Bei Artyom ist es anders. Wir können auch aus der Ferne miteinander reden. Er wurde vor langer Zeit adoptiert. Siehst du, Artyom? Die Schwarzen haben dich verändert, damit sie uns verstehen können. Was ist hinter dieser Tür? Hast du gehört? Sie rufen dich. Ich kann es hören. Öffne sie. Moment. Das sieht aus wie eine der versiegelten Türen in D6. Ja, an der Messe. Hat auch ein starkes Schloss. Wir müssen sie aufbrechen. Was ist da? Mein Volk, die sind drinnen. Und schlafen. Unglaublich. Sieh dir das an. Sie machen einen Winterschlaf. Er ist nicht alleine. Ich muss sie wecken. Es wird Zeit, dass sie leben. Wir gehen jetzt alle dahin. Wir werden die Tür öffnen, wenn wir können. Da ist Tod. In der Nähe. Überall. Aber ich muss sie wecken. Oder für immer alleine bleiben. Jetzt hör zu. Hilf uns. Dann helfen wir dir. Das werde ich. Was muss getan werden? Ich muss sie wecken. Wir müssen improvisieren. Wacht auf, ihr Bastard!